Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich in der letzten Folge eigentlich machen wollte. Ach, ich werde es nie lernen, dass ich auf den Kurzweil klicke, Mann. Ach so, genau, den Weidenzaun und das Gatter bauen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir das irgendwie... Ah ja, ich habe auch den Tipp noch bekommen, dass ich die Sachen theoretisch... Moment, davon haben wir... Nichts mehr drin im Moment. Theoretisch alles drin lassen kann, weil ich dann trotzdem damit bauen kann. Genau, ich hatte ja eine zweite Truhe. Ach, habe ich ja völlig vergessen. Genau, die haben wir hier draußen hingestellt. So, den Säbel würde ich gerne mal mitnehmen, um was auszuprobieren. Bewässern darf ich noch nicht. Sondern das soll ich abends machen, hat man mir gesagt. Da halte ich mich mal dran. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Und ich denke mal, dass ich die anderen Kartoffeln hier eventuell auch mal eben... Ja, da muss ich das, glaube ich, auch noch mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viele Felder ich jetzt hier habe. Ja, habe ich eigentlich schon... Na ja, gut, okay. Hier wächst schon was. Muss ich das noch umgraben? Hallo? Jetzt, achso, oder habe ich da jetzt nur drauf geklickt? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall hat der jetzt gerade hier was reingemacht. So, da geht nicht. Aber hier wächst doch gar nichts hier vorne. Hä? Oder war das jetzt gerade... Bin ich jetzt doof hier? Ich bin zu doof, um hier irgendwas zu machen in dem Spiel. Ich weiß auch nicht. Also was hier die Gartenarbeit angeht. Ich glaube, das liegt tatsächlich nur daran, dass ich jetzt hier die Sachen nicht gemacht hatte, oder? Moment, 7. Jetzt nimmt das nämlich an. Ach so, und ich war wieder zu weit weg. Ah ja. Ja, ja, das kommt dann auch nochmal hinzu. Ich weiß nicht, was hier jetzt gerade wächst. Keine Ahnung. Ich habe da auf jeden Fall nichts reingemacht. Was haben wir denn hier? Pflanzenfasern. Pflanzenfasern wachsen. Na gut. Also... Ich weiß nicht. Das hier unten mag sie irgendwie nicht. Keine Ahnung, warum. Jetzt ist es weg. Jetzt bleibe ich hier drauf stehen. Ich will da jetzt die Kartoffeln drin haben. Okay. So. Das Ganze in Anführungszeichen Unkraut scheint das Spiel als wachsen zu sehen. Nehmen wir mal an, dass es darum geht. So, dann machen wir hier noch Kartoffeln rein. Zack, 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 zack. Zack, Sichel. Hier mit der Sichel. Na, das können wir nehmen. Aber dieser Büschel hier, oder ist das... Das ist doch kein Baum jetzt, oder? Ach, ernsthaft? Wächst hier gerade wieder ein neuer Baum? Nee. Hm. Das Feld will ich... Ah, jetzt nimmt das. Keine Ahnung, warum er es vorher nicht genommen hat. Ich weiß es nicht. So, jetzt verballern wir einfach mal die ganzen Kartoffeln in der Hoffnung, dass wir davon auch was essen können. Weil ich habe ja jetzt schon einen ganz netten Hinweis bekommen, dass die ganzen Mäuse aus der Nachbarschaft wahrscheinlich demnächst kommen und bei mir alle Freikartoffeln haben wollen. Ich meine, ein paar kann ich ja abgeben, das ist ja kein Problem, aber die dürfen halt nicht alles haben, ne? Das wäre nicht so günstig. Jetzt bin ich hier alles so schön... Lehm 93 und so weiter. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus, oder? 7 haben wir noch. Machen wir noch eine Lage. 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir noch eine Kartoffel. Einen Kartoffelsamen, Entschuldigung. Übrig. Eine Saatkartoffel nennt sich das. So nicht Kartoffelsamen. Ein bisschen was habe ich ja auch gelernt. Auf meinem Balkon. So. Dann müssen wir aber jetzt trotzdem... Was habe ich denn da jetzt bekommen? Samensaftige Wiese. Okay. Machen wir mal hier rein. Warum ich jetzt die Pflanzenfasern eigentlich hier reingelegt habe, bin ich ganz ehrlich, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das tun wir hier rein. Wasser brauche ich gleich noch. Die tun wir gleich mal nach drin. So. Wenn ich jetzt Escape drücke, dann geht das aber. Ich habe irgendwie schon Panik, weil ich habe letztes Mal, glaube ich, war es so viel Escape gedrückt.
Da ist irgendwie viel zu viel bei rumgekommen, dass ich dann ständig im Menü drin gestanden habe. Und jetzt habe ich irgendwie Panik, Escape überhaupt nochmal zu drücken. Ich weiß auch nicht. Gut, wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen Wasser. Dann werden wir hier mal ein bisschen. Was haben wir denn hier schon wieder? Ist uns hier eine Kartoffel flöten gegangen? Ach nee, hiermit können wir es ja gar nicht sehen. Fehlt da jetzt eine Kartoffel? Oder habe ich jetzt eine oben gar nicht gemacht? Ich dachte, ich hätte die ganze Reihe gemacht. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Hallo? Ach so, ich habe die vollen. Ja. Das muss mir aber auch mal einer sagen. Dass ich doof. Ja, ich weiß, ich sollte das jetzt abends machen. Entschuldige bitte. Aber ich muss das jetzt irgendwie auch mal machen, damit die überhaupt Wasser haben. Ich weiß jetzt nicht, Wasser konnte ich hier nicht sehen, ne? Bevor ich jetzt reinlaufe. So. Brauche auf jeden Fall einen Brunnen hier oben. Ich habe irgendwo mal was gesehen, dass man auch den Brunnen machen kann. Ich meine, ich war damals nicht so weit. Aber ich glaube, ich habe es im Entwicklerstream gesehen, dass man den Boden machen konnte. Ich habe aufgepasst. Bis auf, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich jetzt gegossen habe. Den letzten hatte ich nicht, das weiß ich. Aber ich glaube, den hatte ich. Hast du jetzt den rechten oder den linken gerade gegossen? Bin mir nicht sicher. Nee, du so. Ach so. Hä? Ich dachte, ich hätte noch einmal übrig. Na gut. Hallo Rehchen. Das. Ach, da muss ich jetzt mal meckern. In jedem Spiel, wo es Tiere gibt, kann man die Tiere auch streicheln. Nein, das ist kein Gemeckere. Wie viel habe ich denn jetzt? Einen brauchte ich noch, oder? Na egal, ich muss sowieso noch mal runterlaufen. Achso, da war, glaube ich, gar nichts drin. Macht nichts, dann ist der Boden wenigstens auch schön feucht. Auch wenn da nichts drin wächst, ist ja nicht so schlimm. So, das können wir jetzt erstmal wieder rein. Wo habe ich das denn jetzt schon wieder her? Och, jetzt tun wir die aber da rein. Ich laufe jetzt hier nicht nochmal rein. Ich habe schon wieder den halben Tag, habe ich schon wieder rum hier. Was bist du denn? Du siehst aus wie eine Kröte. Ach so, ich könnte ja noch gar nichts bauen. Stimmt ja. Nee, natürlich kann ich nichts bauen, weil ich habe gar keine. Das war das Problem, genau. Und das Problem werden wir jetzt wieder im Dunkeln lösen, so wie ich mich kenne. Geht das unter Einrichtung? Nee, unter Nützliches. Okay, da brauchten wir. Das brauchten wir nur fürs Gatter, ne? Und das war für 10 Mal, glaube ich. Das heißt, 90 Holz und 10 Kupfererz. Okay, Kupfererz ist ganz weit rechts. Dann machen wir erstmal 90 Holz. Die Axtmörderin ist wieder unterwegs. So, 90 Holz. Das heißt, es wird heute eine Farmfolge. Es geht leider nicht anders. Es tut mir leid. Also geht schon anders. Ich könnte es jetzt offline machen, aber ich habe jetzt schon die Aufnahme angefangen. Also müsst ihr jetzt genauso leiden wie ich. So, habe ich jetzt gerade beschlossen. 90 Holz und 10 Erz. Das Erz muss ich wieder so weit laufen. Ach, ich habe wieder keine Ausdauer mehr, oder? Nein, ach komm. Ich kann mich jetzt nicht schon wieder hinlegen. Ich will nicht das Brot hier dafür verschwenden. Warum habe ich hier. Ach so, wegen der Feldarbeit, ne? Die dauert. Die kostet auch Ausdauer, ne? Ah, ich hasse diese Verlangsamung. Ich habe das schon in. Ich glaube, das habe ich sogar in der ersten Staffel auch gesagt. Ich habe es schon in Conan Exiles total gehasst. Das haben die dann irgendwann zum Glück verbessert, weil irgendwann konnte man nicht mehr laufen. Und das war dann, man war noch langsamer als jetzt und dann hat man so einen Teil dazu bekommen und dann konnte man gar nicht mehr laufen. Und das hat mich so angekotzt, dass ich echt das Spiel schon am Verfluchen war. Und Hilfe, diese Geräusche machen mir gerade ein bisschen Angst. Na Moment, ich stelle mal wieder um hier.
Das bin aber auf jeden Fall ich. Ach, da oben ist eine Ratte. Ich wollte doch was ausprobieren. Jetzt bin ich so lahmarschig. Ach, komm. Ja, was haben wir denn jetzt? 22 Uhr. Ja, komm, ich schlafe bis, weiß ich nicht, 6 Uhr morgens. Komm. Muss ich doch mal wieder aufgeladen sein hier, oder? So. Schön, dass du endlich mal ausgeschlafen bist. So. Jetzt ist die Ratte aber nicht mehr da. Oh, doch, Moment. Ich will mal eben was ausprobieren. Aber bitte hier, kleine Ratte. Nein, nicht über die Felder. Nicht über die Felder. Geh weg da. Geh von meinen Feldern weg. Geh weg. Nein. Geh nach oben. Ich will was ausprobieren, aber ich kann das nicht auf dem Feld ausprobieren. Geh weg. Es funktioniert aber nicht. Wahrscheinlich, weil es auf dem Feld ist. Oh, jetzt habe ich die wirklich dabei erwischt, dass diese kleine Mistkröte... Es war eine Maus, es war keine Ratte, ne? Dass diese kleine Mistkröte mir hier meine Kartoffelpflanzen anknabbert. Ich meine, wenn es nur die... Ja, obwohl... Nee, die Pflanzen sind auch nicht gut. Von wegen Photosynthese und so, ne? Also, was heißt die Pflanzen? Die Blätter, meine ich. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Was habe ich gesagt? 80 und 10? Nee, 90 und 10 waren es, oder? Alter, hört euch das mal mit Kopfhörern an. Da hört ihr den Baum auf der anderen Seite noch kaputt gehen. Ist aber ein cooler Effekt, muss ich sagen. Aber das hört sich so an, als ob hinter einem noch ein Baum runterfällt. Baum fällt! Ich weiß nicht, ob ihr das so hören könnt. Oder ob das tatsächlich nur über die Kopfhörer ist. Also theoretisch könnt ihr das auch hören, wenn ihr die Kopfhörer anmacht, ne? Jetzt hat es eben hier gewittert und 10 Minuten oder sowas richtig geschüttet. Lustigerweise ist das jetzt auch hier im Spiel. Aber der ist so schön rot, den will ich eigentlich gar nicht. Ich nehme mal ein paar drumherum. Ich möchte auch den Schlüssel hier oben zu dem Schuppen bekommen. Ich weiß, dass ich den in der ersten Staffel bekommen hatte, aber fragt mich nicht nach Sonnenschein. Das ist alles schon Jahre her. Und wie gesagt, es hat sich so unheimlich viel getan mittlerweile. Ich glaube, das war alles, oder? Ich kann es leider nicht ganz... Doch, eins hat noch geplöppt gerade. 57 haben wir schon mal, das ist gut. Ich werde jetzt den ganzen Tag wahrscheinlich nur Bäume hacken. Nein, du bist nicht schon wieder erschöpft. Oh, ich schlag dich. Aber noch kann sie laufen, immerhin. Ja gut, kein Thema. Dann legen wir uns morgens um 9 Uhr noch mal ein bisschen auf die faule Haut. Damit wir dann nachts noch mal ein paar Bäume machen können. Oh, ich brauche wirklich den Lichtzauber. Aber ich glaube, der kam auch erst später im Spiel, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich kann mich daran erinnern, dass es einen Lichtzauber gab. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich den noch nicht hatte. ja, Nickerchen. Sagen wir mal 18 Uhr. Dann sind wir nicht ganz im Dunkeln. Ja, aber ausgeschlafen ist sie trotzdem. Obwohl sie nur ein Nickerchen eigentlich gemacht hat. Also tagsüber scheint das mehr reinzuhauen oder so. Ich weiß es ja nicht. Also wenn ich tagsüber eine Stunde schlafe, ist das, als ob ich gar nicht geschlafen habe. Aber ich muss auch dazu sagen, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also manchmal muss ich tatsächlich mich mal hinlegen wegen Migräne, weil es dann gar nicht anders geht. Da kann man dann wirklich sagen, da ist dann jede Stunde kostbar, dass es dem Kopf besser geht. Aber wenn man einfach so eine Phase hat, dass es mega, dass man mega müde ist oder sowas, da hilft dann so eine Stunde zwischendurch auch nicht immer. Ja, ich gehöre leider zum Zeitalter, naja, des Stresses und der schlechten Gesundheit durch Stress, durch zu viel körperliche Betätigung, kann man nicht sagen, zu viel Arbeit, ja. Aber mit dem Rattenschwanz dran. Also, ich sag mal, wenn es Arbeit ist, die einen Spaß macht, dann ist das noch nicht mal so schlimm. Aber wenn es natürlich so diese typische Arbeit, oh, ich muss morgens aufstehen und ins Büro, aber Bock habe ich da überhaupt gar keinen zu, dann ist klar, dann ist das natürlich purer Stress für den Körper. Schaffen wir das noch einigermaßen im Hellen dahin zu kommen? Nee, ne? Aber immerhin habe ich noch Ausdauer. Also die 10 Kupfer oder was das war, die kriege ich noch. Hi ho, wir sind so lustig froh.
Leider haben wir keine Zwerge hier drin. Aber das macht nichts. Ich mache einfach meine Rolle als rote Zora hier. Ich wollte gerade Rotkäppchen sagen, aber Rothärchen könnte ich sagen. Das würde noch passen. Moment, was war das mit dem Totholz? Ja, das ist ein Baumstumpf. Ach, schon bin ich wieder drauf reingefallen. Mann, ich weiß immer noch nicht genau, was jetzt hier das Totholz ist. Ich habe es, glaube ich, einmal gefunden. Und der Rest war irgendwie so besonderes Holz. Ah, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, ich will mal was ausprobieren hier. Okay. Oh, scheiße. Ich dachte, ist das jetzt wirklich eine Ratte, die ich jetzt angesprochen habe? Oder war das jetzt was anderes? Also, mein Gewissen. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Ich weiß nur, ich habe es noch nicht gesehen vorher. Ich grüße dich. Ja, oder was bist du? Ich bin dein Gewissen. Und ich komme immer dann zu dir, wenn du etwas tun willst, was deiner Seele Schaden zufügen würde. Schönen Gruß an den Entwickler. Er hat mich nämlich reingelegt, weil er geschrieben hat, ich soll mal... naja, gut, er hat es nicht so wortwörtlich geschrieben. Aber zwischen den Zeilen konnte man rauslesen, ich soll mal die Sichel bei den... Ratten sind es ja nicht, Mäuse sind es. Bei den Mäusen ausprobieren. Aber die Katze, die... Ja, also hier, ich hoffe, dass der Entwickler jetzt zuhört. Ja, lieber Jan, wir müssen reden. Weil ich kann mich daran erinnern, in deinem Entwicklerstream hast du einen riesigen Schuppen voller Mäuse gehabt und hast dann diesen Spruch gebracht, dass du diese Mäuse an deine Katze verfüttern möchtest. Und jetzt bekomme ich hier mein Gewissen vorgesetzt, weil ich eine einzige Maus probehalber mal mit der Sichel kaputt machen wollte. So, ich erwarte jetzt eine schriftliche Entschuldigung für diesen Prank hier. Und zwar hier unter diesem Video. So. Also, was meiner Seele Schaden zufügen würde. Ich verstehe. Du meinst also, ich soll dies hier lieber nicht tun? Es ist deine Wahl, denn dir wurde die Freiheit gegeben, selbst zu entscheiden. Du sollst nur wissen, dass alles, was du tust, Konsequenzen hat. Jede deiner Taten verändert dich selbst und damit auch die Welt um dich herum. Bedenke dies. Ja, vermutlich habe ich darüber nicht tief genug nachgedacht. Doch, habe ich, aber ich wusste nicht, und das höre ich jetzt mal so zwischen den Zeilen raus, dass vermutlich, wenn ich ein Tier töte, ich meine, die haben ja schon am Anfang gesagt, dass sie das nicht gut finden. Stehe ich auch voll hinter. Also solange ich irgendwo eine Möglichkeit finde, mich anders zu ernähren und alles kein Thema, töte ich auch keine Tiere. Wobei, ne, der winkt nochmal an den Entwickler hiermit. Warum hat man dann eine komplette Scheune voller Mäuse und sagt, dass man die an die Katze verfüttern will? Ich meine, steht die Katze moralisch über uns oder liegt es daran, dass die Katze gar kein Gewissen hat? Ja, das ist jetzt nur ein kleiner Denkanstoß hier in die Richtung. Ja, vermutlich habe ich nicht, dieses Mal möchte ich es tun. Dein Gewissen wird weiter bei dir bleiben. Okay, rennt es sonst weg oder was? Ich will es dann lieber nicht tun, dein Gewissen wird bei dir bleiben. Es wäre gut, wenn du immer verhinderst, wenn ich etwas derartiges tue. Finde ich gut. Die Frage ist dann nur, was ist denn mit diesen Dämonen in den Höhlen? Weil eigentlich, wenn man das jetzt mal weiterspinnen würde, wenn man den guten Tieren in Anführungszeichen nichts antun möchte, den friedlichen, warum möchte ich dann anderen Wesen wie zum Beispiel diesen Dämonenleid antun? Ich hätte gerne, dass der Entwickler jetzt mal darüber nachdenkt, und das meine ich jetzt halb im Scherz, aber auch wirklich halb im Ernst, warum muss ich dann diese, ich sag jetzt mal Dämonen, ich weiß jetzt nicht mal, was in der Höhle war, die Dämonen in der Höhle, warum muss ich die dann besiegen? Weil die greifen mich an, okay, verstehe ich, aber warum muss ich die besiegen? Oder klar, ich kann natürlich theoretisch auch weglaufen, aber ich muss die ja besiegen, um bestimmte Essenzen zu bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Warum muss ich das tun?
Warum kann ich mich nicht dafür entscheiden, dass ich das nicht tue? Aber werde sonst bestraft, indem ich diese Essenzen nicht bekomme. Es ist heute eine sehr philosophische Folge und ich denke, das wird auch die Überschrift heute sein. Schreibt ihr mir gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Erstens, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob ihr die Maus töten würdet, bevor ich das jetzt hier, meine Entscheidung hier preisgebe. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das seht mit diesen, ich sag mal Dämonen in Anführungszeichen, die in diesen Höhlen wohnen. Haben die dann nicht das gleiche Recht zu leben wie die anderen, also die friedlichen Tiere auch? Weil ich sag mal, wir Menschen sind ja eigentlich auch irgendwo Dämonen. Also können wir ja sagen, die Dämonen in den Höhlen sind sozusagen unsere Dämonen, also wir. Unsere inneren Dämonen, wenn man so möchte. Oh Gott, ich bin heute echt sehr philosophisch. Das heißt dann ja im Umkehrschluss eigentlich, wir haben kein Recht zu leben? Fragezeichen. Schreibt mir gerne eure Kommentare beziehungsweise eure Gedanken dazu in die Kommentare. Es würde mich sehr, sehr interessieren. Ich möchte nicht mehr, dass du dich einmischst. Dein Gewissen wird für immer schweigen. Oha. Ja, das Problem ist halt, wenn mein Gewissen schweigt, dann würde ich wahrscheinlich, also das hieß ja irgendwie mein Gewissen, oder? Was ich dann dazu bekomme für diese Kugel. Ich vermute mal, dass sobald ich etwas Negatives tue, dann das einen negativen Effekt auf diese Kugel hat. Vermute ich, weiß es nicht. Ich würde es gerne ausprobieren, ob ich Fleisch kriegen würde, bin ich ganz ehrlich. Aber ich persönlich schreibe jetzt mal, es wäre gut, wenn du immer verhinderst, wenn ich etwas derartiges tue. Aber warum steht hier eigentlich nicht, dass mein Gewissen dann bei mir bleiben wird? Geht das dann weg oder ist das dann neutral? ich sag's aber trotzdem mal. So sei es. Davon lasse ich besser die Finger. Oh, ihr Schweine, ihr habt mich reingelegt. Jetzt kann ich das gar nicht mehr machen. Ja, scheiße. das waren 2 Stunden Überlegung. Du hast nochmal Glück gehabt, kleine Maus. Aber ich verfütter dich ja an meine Katze, wenn ich eine habe. Ich bin genauso fies wie der Entwickler. Moment, jetzt muss ich erstmal schauen. Kian geht schon mal ins Bettchen. Hier unten war das, ne? Wie war das nochmal mit dem Rechtsklick? Genau. Konnte ich aber nicht sehen. Also ist eigentlich egal. Kann ich bei dir nicht irgendwas ernten hier? Ich möchte mal gerne deine Ernte klauen. Okay, klauen ist so ein böses Wort, ich weiß. Ich würde mir gerne einige deiner Kartoffeln... Das ist ein schöner Abend, aber kein schöner Tag. Der Tag ist ja schon vorbei. Ich würde mir gerne einige deiner Kartoffeln ausleihen. Ich gebe sie dir dann später zurück. Oder auch nicht. Mal gucken. Wo bin ich denn jetzt hier? Oberhalb noch, okay. Aber ich glaube, da, wo ich jetzt markiert habe, das war das gar nicht, oder? Das war nur ein Stück weiter weg. Die konnte ich nicht machen. Das weiß ich noch. Das war, glaube ich, Eisen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich die nie machen konnte. Hier diese kleinen konnte ich, glaube ich. Oder die Reste. Du warst Kupfererz, genau. Ich gucke dann lieber nochmal nach, weil ich kenne mich. Ich bin dann mal verwirrt und dann, ja. Heute habe ich aber ausnahmsweise keine Migräne. Achso, ich dachte, das wäre so ein großer Klumpen. Keine Migräne, bin aber offenbar genauso verwirrt wie sonst auch, wie ihr jetzt gerade festgestellt habt. Okay, nicht ganz so verwirrt wie sonst auch. Achso, hier liegen noch welche. Ah! Würde mich ja mal interessieren, ob die komplett respawnen. Alter. Hallo? Was war das? Wegen dem Eisenerz? Oder wieso ist das jetzt gerade so? Das hat sich jetzt aber gerade mörderisch angehört. Also ich meine wirklich mörderisch. Oder ich habe einfach zu viel Casting of Frank Stone gespielt. Ich weiß es nicht. Leider habe ich da eine ganz schlechte Entscheidung getroffen. Ich bin ja jemand, ich würde einfach ins Chaos reinrennen und meine Freunde retten. Aber das darf man bei dem Spiel nicht. Man muss immer weglaufen. Also fast immer.
weil ich bin dadurch leider gefünfteilt worden in der vorletzten Folge, was glaube ich. Also wer jetzt Interesse daran hat, kann sich das gerne angucken. The Casting of Frank Stone. Ist aber ein Horrorspiel. Wobei bis zur vierten Folge oder so war jetzt nicht so viel Horror drin, muss ich dazu sagen. Jetzt ist es hier schon wieder... Ich brauche einen Lichtzauber! Hier unten, das kann ich noch nicht, oder? Bin ich einmal hier? Ja, es war so klar. Ja. Wie war das jetzt? Ich brauche aber keine Ausdauer, um nach Hause zu kommen, oder? Ja, ich bin gerade wieder so ein bisschen... Ich brauche die eigentlich nur, um hier was einzusammeln. So, jetzt habe ich aber alle... Achso, ich gucke hier vorne, ob ich das abbauen kann und laufe hier gegen das Wasser. Ist auch nicht schlecht. So, ja... Bin ich hier die Axtmörderin vom Walde? Also vom Walde im Westen? Passt sogar, ich wohne auch im Westen Deutschlands. Bin ich jetzt noch auf dem richtigen Weg? Moment, ja doch. Und ich kann nichts mehr machen. Ich kann tatsächlich nur noch Bäume ermorden, sozusagen. Also ich lasse die Sichel das nächste Mal zu Hause. Ich verspreche es. Ich finde es nur unfair, dass dieser Prank hier, dass ich den über mich ergehen lassen musste. Ja, ich werde einen Screenshot machen und wenn der Entwickler jetzt seine Antwort löscht und so tut... Achso, das sind Tiere. Ich wollte die gerade abbauen mit der... Oh, ich bin aber um einiges zu tief hier. Hoppala. Moment, dann können wir aber auch nochmal kurz hier unten gucken. Ist das das Ende gewesen? Ich glaube ja, ne? Aber dann habe ich das wenigstens hier auf meiner Karte drauf. Oh, hier ist auch nochmal, oder? Haha. Das sind auf jeden Fall die, die ich mit einem Schlag hier wegkriege. Und euch? Kriege ich nicht mit einem Schlag weg. Alter Schwede. Da muss ich auf jeden Fall auch nochmal hin. Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, was ich da jetzt gerade... Ne, Sandstein war es nicht. Eisenerz hatte ich auch schon eins. Keine Ahnung, was ich da jetzt gerade... Ich glaube, das habe ich im Inventar, oder? Sonnenstein müsste das gewesen sein. Ja. Ich musste ja unbedingt das kleine Experiment jetzt mitmachen. Oh, jetzt laufe ich ja auch noch durch dieses Sumpfzeugs hier. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es jetzt genau... Kann man das hier... Oh. Stimmt, ich bin außerhalb von meinem Gebiet. Da sehe ich gar nichts. Also wenn ihr außerhalb von eurem Gebiet die Steuerungstaste drückt, lasst es einfach sein. Ihr könnt eh nichts sehen. Bin ich noch? Ja, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Und es tut mir leid, dass jetzt alles gerade so langsam geht. Das war mein Gewissen. Das blockiert mich jetzt in jeglicher Hinsicht. Ich meine, ich denke mal nicht, dass das zum Überleben hier notwendig ist. Also, da ich davon ausgehe, dass ich die Philosophie des Spiels schon richtig verstanden habe und da auch selber privat voll hinterstehe, auch wenn ich mich zugegebenermaßen nicht immer so ganz dran halte, so einmal die Woche meistens nicht, weil dann gibt es bei uns nämlich auch Fleisch. Aber ja, eigentlich schade, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Wir haben mal eine ganze Weile lang, also einige Jahre, komplett vegan gelebt. Ich hatte keine Migräne mehr und nix, aber ja. Irgendwann kam meine Tochter dann wieder an, Mama, ich möchte doch gerne wieder Fleisch essen. Und irgendwie kam es dann dazu, dass wir dann einmal die Woche wieder Fleisch gegessen haben. Ja, was soll man sagen? Ob es jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht, überlasse ich jetzt mal jeden Einzelnen selbst. Ah, man kann es über 50 machen, das ist gut. So. Es müssen auf jeden Fall genug sein. Das können wir noch machen. Da war doch irgendwo, Moment, Stapel auffüllen. Ja, aber den hat er nicht... Hat er nicht gerade... Nein, ach, nein. Mensch, jetzt habe ich nach unten geguckt und oben drauf geklickt. Das sollte man nicht machen. So, dich lasse ich. Nee, lasse ich nicht hier. Dich lege ich nach draußen. Mit dir muss ich ja noch ernten. Und das waren die Deko-Dinger. Und ich habe jetzt schon wieder nicht Escape gedrückt. Aber ist nicht so schlimm. Das machen wir nach draußen. So, beziehungsweise so. Das sieht schon mal gut aus hier. Ja, schnell die Axt bzw. Spitzhacke aus der Hand raus. Dann würde ich sagen,
Ich schlafe am besten einen ganzen Tag und eine ganze Nacht, weil sonst sind wir schon wieder mitten in der Nacht am Wachwerden hier. Das ist ja grauenhaft bei mir. Oder ich schlafe bis 10 Uhr und bin da nicht ausgeschlafen, aber das ist auch doof. Ja, ich würde sagen, ich überspringe einfach mal einen Tag. Ihr werdet davon nichts mitkriegen, weil ihr seid ja sowieso am nächsten Morgen dann wieder dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, in die Kommentare zu schreiben in dieser höchst philosophischen Folge heute. Ja, manchmal mache ich das auch. Also bin ich auch philosophisch, meine ich. In meinen Let's Plays, nicht nur in diesem Spiel. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den Gewissen haltet, wie ihr euch entschieden hättet. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Tut mir leid, ich habe auch das Gefühl, euch immer anzubrüllen aktuell, weil ich auch noch immer ein bisschen Halsschmerzen habe und so weiter. Und ich weiß nicht, ob man das etwas Quietschige noch in der Stimme hört übers Mikrofon, aber ja, also ich möchte euch nicht anschreien. Es ist nur gerade meiner aktuellen Verfassung gesundheitlich geschuldet. Deswegen sorry, falls ich hier so rumbrülle. Aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Kommentare und bis zur nächsten Folge. Ciao! So. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!